Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo und Sandra. Willkommen. Sandra stand gerade so vor unserem Monitor. Ist der groß. Ja, das ist schon ein imposantes Gerät, da wird man sich jetzt einarbeiten müssen. Und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, nachdem das Ding da war, beziehungsweise als ich schon bestellt war, habe ich zu Sandra gesagt, du bist jeden Tag da draußen unterwegs, du hast ein Handy dabei, frag die Kunden, ob das, was du dort siehst, mit dem Handy aufnehmen darfst und dass wir es hier zeigen dürfen, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So ist es. Und ich glaube, in unseren Zuschauerfragen ist schon alles oder vieles dreimal beantwortet worden. Aber noch nicht alles gezeigt worden. Aber nicht alles gezeigt worden. Ich habe schon mal gesagt, es war immer super lästig mit Bilder einblenden, machen, tun. Jetzt haben wir es einfach, weil das ist dann auch im Schnitt und so wird das alles viel zu aufwendig. Und bei der Vielzahl an Videos, die wir machen, ist das irgendwann auch nicht mehr zu stemmen. Heute ja, ich übe noch, also meine Videos werden bestimmt im Laufe der nächsten 10 Jahre noch besser. Das hoffen wir alle, aber wir starten jetzt mal so. Man fängt ja immer irgendwo an. Man fängt immer klein an, genau. Ja. So, um was geht es heute? Das hier ist ein älterer Fisch bereits, der dürfte schon so um die 16, 18 Jahre alt sein und ist eigentlich die ersten 16 Winter bei 15, 16 Grad überwintert worden, hat eigentlich nie irgendwas gehabt, ist ein insgesamt sehr, sehr gesunder Koi-Bestand. Und dieses Jahr hat er dann plötzlich hier diese eigenartigen Auflagerungen gezeigt, die wir jetzt dann auch noch in einem mäßig guten bis schlechten Film sehen werden. So, da halten wir uns an deine zweite Beschreibung und haben hier einen mäßig schlechten Film und wir haben aber gleich auch noch Bilder. Also das trägt ja schon 2-3 mm auf. Das ja, ist, und... Eieieiei, bist du gestürzt? Nein, hast du dir was getan? Du musst den im richtigen Tempo abspielen. Okay, dann, mach mal Slow Motion, wenn es geht. Wiedergabetempo 0,5. Genau, so. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schaukelig. Und jetzt macht der Fisch gerade... Genau. So, also. Aber man kann schon sehen, dass hier am Bauch sich irgendwo was absteht, so fetzenartig. Auflagerungen sind hier also schön. Das hier finde ich imposant, vor allem wie dick das absteht, dass es aus so fetzenmäßig genau. Kommt das. Das sehen wir gleich noch in den Bildern, die ich gemacht habe, oder in dem Bild noch etwas deutlicher. Das ist eine riesige Oberfläche, die von Karpfenpocken besiedelt ist. Also Hautherpesviren. Und der Fisch hatte das seither noch nie, oder wie Nein. darf ich das verstehen? Der hatte solche Veränderungen noch nie, das ist das erste Mal. Jetzt muss ich hier einmal kurz. Ob. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. War das ein Ja, ich will? So. Ich bin schon verheiratet. Aber nicht mit mir. Ja, so. Jetzt wird es brutal. Jetzt wird es wirklich brutal. So. Also das hat sie mir vorher gezeigt und das ist ja bei der Größe ja. des Fisches so, so eine Fläche, alles Auflagerungen. Was hier schön rauskommt, ist auch, dass diese Hautrötung da ist. Das könnte man so auf den ersten Blick auch für eine Entzündung halten, gerade weil hier auch diese Blutgefäße sich sehr deutlich abzeichnen. Aber es ist tatsächlich keine Entzündung, der Fisch braucht auch keine Antibiose. Sondern es du hast ist das gerade ein bisschen spitzig gesagt. Weißt du, dass da oft mit Antibiotika gearbeitet wird bei solchen Geschichten? Also es wird von den Kunden zum Teil auch verlangt, weil es eben für eine Entzündung oder als Entzündung identifiziert wird, weil es rot ist und irgendwie komisch aussieht. Aber Antibiotika helfen bei einer Virusinfektion natürlich nicht. Nur für die Sekundärgeschichten. Genau, aber auch das ist hier nicht der Fall, sondern es ist einfach eine ganz besonders üble, ein übler Ausbruch von Karpfenpocken, von Koi-Herpes. Und hinzu kommt ja noch, dass Antibiotika im Temperaturbereich, wo Karpfenpocken in der Regel auftreten, eigentlich nicht helfen. Richtig, wir sind hier im Temperaturbereich von 9 Grad und hoffen jetzt natürlich auf Erwärmung. Und dann wird dieser Fisch mit ein bisschen Salz mit Sicherheit... Ich glaube, du verkrümmst sie jetzt mal auf die rechte Seite, also auf die andere Seite, weil das auch... Du willst darüber. Ich muss, weil sonst du musst. Ich hier ständig im Weg rum. So, Plus. Gleicher Kandidat nochmal. Ich bin jetzt im falschen Bildbearbeitungsprogramm, warte mal. Das ziehen wir jetzt mal hier. Das funktioniert ja alles hier tatenlos. Cool. Jetzt staunt sogar das Timmele. So. Ja, und genau. Jetzt können wir
Nicht? Jetzt brauchen wir die. Das wollen wir uns noch genauer angucken. Warte, du bleibst, wo du bist. Wir sind noch im Übungsmodus. So, und jetzt können wir hier einschalten und walten, aber das funktioniert auch nicht. So, das ist auch eine klassische Karpfenpocke, Die Sie kennen. So wachstropfenartige Beläge, das ist das, was man im Buch landläufig so liest. Und das hat den Fisch eben tatsächlich an verschiedenen Stellen des Körpers getroffen. Aber ich bin zuversichtlich, dass der ab 16, 18 Grad wieder ganz gut aussieht und dann hoffentlich noch mal weitere 18 also Jahre lebt. Also du hast nicht aufgesalzen, kein Antibiotika, keine Behandlung, keine. Die einzige Therapie ist Futter, eigentlich frisch, Vitamine und dann eben tatsächlich auf Erwärmung warten. Denn in dem Fall ist es genauso wie in vielen anderen Teichen sicher auch bei 9 Grad nochmal irgendwo schnelle Erwärmung ist teuer und macht keinen Sinn. So. Also so kenne ich das. Der stirbt da nicht dran. Nee, so kenne ich das ganze Spiel auch. Spannend an deinem Vortrag fand ich jetzt, dass der die ganzen Jahre bei Warmüberwinterung das nicht hatte und das erste Mal kalt, dann kriegt es. Das finde ich jetzt wirklich neu. Und ich finde auch spannend, dass er es am Körper so riesengroß hat und die Flossen eigentlich unberührt sind, weil häufig sieht man ja bei so Kandidaten, dass es dann gerade an den Flossen noch hat. Ganz genau, das ist eigentlich der Klassiker. Aber in diesem Fall ist mal wieder alles anders, als man es aus dem Lehrbuch kennt. Das ist Biologie. Und ich möchte aber noch mal eins sagen, frisches Futter kann sowas auch im kalten Teich deutlich mildern. Okay. Ja, also Vitamin C ist bekannt dafür, dass es gut ist gegen Viren. Aber jetzt nicht Vitamin C ins Futter packen, nein, wie verrückt. Ja, alles gut. Wir kennen diesen wilden Aktionismus. Frische Tüte aufreißen, füttern. Jetzt natürlich mit steigenden Temperaturen auch Futter angemessen anpassen, aber auch irgendwann mal täglich füttern, wenn das nicht schon geschehen ist. Und dann hat man gute Chancen, dass der Körper des Fischs das auch von alleine wieder unter Kontrolle kriegt. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Beitrag, wenn der Fisch gehört. Und ja, dann haben wir jetzt das Thema Karpfenpocken. Wir schauen uns natürlich gerne an anderen Beispielen auch noch an, wenn du wieder was hast. Wir werden Karpfenpocken sehen, bis sie uns zu den Ohren rauskommen. Weil ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit bei Ihnen, immer wieder die richtige Diagnosestellung. Und es ist wie mit Fischen, je mehr man gesehen hat, desto besser kann man die Qualität beurteilen. Und je mehr man von dem zeigt, wir wollen jetzt die Zuschauer fragen, nicht nur als Ekel, Ekel, Ekel und bla, aber... Schade eigentlich. Schade eigentlich. Also die feindliche Übernahme von Sandra wird nicht stattfinden. Komisch, er kennt mich. Ja. Ich habe schon geplant. So nämlich. Ja. Wir haben schon vorgebeugt. Nein, Spaß beiseite, wir sind dir da dankbar dafür. Natürlich, weil klar. Ich glaube, viele von Ihnen da draußen sind glücklich. Weil bei sowas muss man nicht den Tierarzt rufen, auch wenn ich jetzt gegen deine Zunft spreche. Nein, das brauchst du gar nicht gegen meine Zunft sprechen. Sowas hätte ich auch natürlich in einer E-Mail oder WhatsApp entsprechend identifizieren können. Und es schadet nicht, wenn man sich nicht sicher ist, mal ein Bild zu schicken und zu fragen, kostet zwischen 16 und 20 Euro. Und wenn Sie auch so Bilder haben, wir können natürlich, wir machen hier keine Akutberatung, sprich, Sie schicken heute Morgen früh, kriegen Sie eine Antwort im Blog, sondern einfach, wenn Sie das Gefühl haben, das, was Sie in Ihrem Teich sehen, wäre was für unsere Modern Koi Community, dann schicken Sie es uns und dann können wir es hier besprechen. Natürlich immer, das ist Ferndiagnostik, immer ohne irgendwelche Gewähr, dass das, was wir da sehen, richtig ist. Aber wir können uns da dann schon ein Bild drüber machen. Genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.